Hallo Anissa, hast du mega Bock, einen geilen Vlog zu machen? Du hast mir gesagt, ich soll das machen. Wir sind angekommen, wunderschön hier. Wir kommen mit dem Auto nicht rein, weil es ein bisschen zu groß ist. Sophia, du siehst ziemlich krass aus. Kannst du mal posen für mich mit deinen Einkäufen? Okay, wir sind jetzt bei Lionel angekommen. Wir stehen jetzt draußen in Office, das Studio. Ja, wir gehen jetzt rein. Dann zeige ich euch mal die Leute, die alle mit dabei sind. Aber kurz zum Vorstellen, wer hier was macht. Hinter der Kamera ist Stefan. Der filmt das Ganze. Warte, halt mir ihm einen Spiegel vor. Das ist Stefan. Hilfe. Dann haben wir Lionel, der baut die Sets auf und macht die geilen Fotos und bearbeitet die ganzen Sachen. Dann haben wir Shari. Sie kümmert sich um das ganze Styling. Dann haben wir hier meine Schwester. Sie hat auch letztes Jahr die Outfits gemacht. Sie hat dieses Jahr macht sie wieder die Outfits und sorgt dafür, dass ich geilen Outfits haben, weil ich halt keinen Modegeschmack besitze. Ja, ist schon super spät. Let's fetz, oder? Was zum Teufel passiert hier? Ich schau nur. Ich hab hinten LED-Stäbe, aber die sind halt nicht batteriebetrieben, ein Lichtquer schon. Mach doch Geräusche. Die Geräusche sind wirklich sehr wichtig fürs Foto. Jo, Outfit Nummer 1, Shooting Nummer 1. Brauch Hilfe. Ich kann. Warte, ich brauche zwei. Was passiert hier gerade? Erstes Make-up-Look ist durch. Zweites Make-up-Look kommt jetzt. Zweites. Ich kann nicht mal mehr Deutsch, Alter. Oh mein Gott, mir ist sehr kalt. Ja, dann fang an. Ja, das ist Zettel nicht aufgebrochen. Okay, dann können wir eine Dance-Runde machen. Okay, ich werde dir dann wärmer. Jeder macht mit. Nein, hör auf zu lachen, bau das Set auf. Wir leiten den Weg hier. Hä? Ich bin fertig. Wow, du bist ein laufender Greenscreen. Kann man jetzt hier so lustige Sachen in meinen Oberteil rein editieren? Ey, das wäre voll lustig. Ja, ne? Hallo. Kommen wir Anis Fetischladen. Heute shooten wir für meinen Sexshop ein paar geile neue Teile, liebe Leute. Gönnt euch Merch. Ja, Polizei war eben da und waren so, hey, jemand hat angerufen, dass hier mehr als 5 Leute sind, was geht? Und dann waren wir so, yo, ist alles abgeklärt. Und die waren so, wir rufen mal kurz an und waren so, stimmt, ist alles abgeklärt, weitermachen, tut mir leid, und es ist alles gut. Aber es war gerade trotzdem noch ein bisschen aufregend. So lange schon mit dem Polizisten geredet. Das ist jetzt die zweite Hose, die gerissen ist, weil ich fett bin. Ich liebe mein Leben. Toll. So, Leine, was bauen wir jetzt für ein Set auf? Wir bauen ein Set aus Lichtröhren. Lichtröhren? Damn, man sieht mein Gesicht immer noch nicht, aber ich grinse. So, Anni wird gleich hier sitzen und sobald sie dann hier sitzt, zack. Und die müssten dann auch nochmal auf mich draufgelegt werden. Also, nicht auf mich, auf Anni. Kleine Disco-Kugel. Ich werd nass, wenn ich ringsum so halte. Du möchtest gleich von hier nach da verteilen. Und go! Weiter! Achso, sorry. Fünf, sechs, sieben, acht und go! War es ein bisschen spät? Ja. Okay. 5, 6, 7, 8 und go. Sieht ein bisschen aus wie Among Us in real life. 5, 6, 7, 8 und go. Okay, ich bin so nass geworden, oh mein Gott. Wir haben's. Wir haben einen Kalender fertig. Ja. Wir sehen uns morgen an Tag 2. Tag 2. Tag 2, liebe Freunde. Oh, aber ein Detail-Shot von deinen Wimpern. Nee. Mach mir bitte einen Kostümübergang.
cool, wenn ich jetzt umgezogen wäre. Aber versuch es nochmal. Sieht blöd aus, dass ich noch keine Perücke auf habe, aber was geht? Ich bin extrem glücklich. Das Kostüm ist 2 Jahre alt und ich passe noch rein. Noch mal darüber, Anni. Noch mal darüber? Ja, nice. Oh, go. Hey, sorry. Wie heißen Sie? Sie erinnern mich an meine Tochter. Ich habe jetzt ein Sixpack. Können wir bitte eine Bar-Szene spielen? Eine Bar-Szene? Ja. Stefan kommt in eine Bar. Anni sagt, oh, was machst du denn hier? Stefan sagt, trinken. Dann guten Durst. Anissa, es gibt Essen. Happy Anissa. Musst du seitlich? Seitlich? In die? Andere Richtung? Ja, top. Ich glaube, ich würde daran gar nichts mehr machen. Sieht aus wie Triss. Zumindest mehr als in der Witcher-Serie. Toll machst du das, Anissa. Anissa, was ist das? Das wird gleich revealed. Es fehlt noch das wichtigste Teil vom Kostüm. Drücke hier noch auf der Seite. Ja! Oh, wie cool! Wie cool ist das bitte? Ich hab nichts gesehen oder gespürt, aber es hat funktioniert. Wee. Hallo. Anissa, eine kleine Motivationsrede, letzter Shot des Abends. Ich stehe auf Schuhen, die einen 1 mm dünnen Absatz haben und es ist fucking 2 Uhr nachts und ich ziehe trotzdem durch und stürze mich nicht aus dem Fenster. Du kannst es auch schaffen. Und jetzt schau mir zu, wie ich sehr lustig auf diesen sehr wackeligen Schuhen laufe, weil ich es absolut nicht kann. Oh Gott. Na? Öfter hier? Hoffentlich nicht. Lies bitte die dritte Zeile von oben vor. Prämien beschränkt sich auf die Fälle, in welchen die Ausgabe dich scharf beredenen lässt. Ach, das sind Arbeitslohngesetze. Stefan, bitte lies nicht hier drin, sonst wirst du kündigen und verklagen. Darf ich mal lesen, ja, was steht da drin? Ja, 3 Euro die Stunde ist ein sehr gerechtfertigter Lohn für einen Kameramann. Oh, krass, verrückt, was hier steht. Cool, dann kriegst du ja 50 Cent mehr jetzt. Mhm. Tag 2 ist vorbei. Herein. Hallo. Oh, hallo Maoki, was machst du denn hier? Was eine Überraschung. Das gleiche wie immer. Ich brauche Hilfe beim Anni-Wecken. Anni? Oh nein, Anni! Wir müssen los! Nein. Wir müssen wirklich los. Komm schon, Zeit zum Aufstehen. Okay, liebe Freunde, Tag 3, Cosplay-Shooting. Oh, shit. Here we go again. Mein erstes Kostüm. Die Noska aus Demon Slayer. In weiblich. Oh, yeah. Meine Beine sind eingeschlafen. Als nächstes Katharina. So stelle ich mir das Wunder der Geburt vor, was geht? Nochmal. 5, 6, 7, 8 und go. Nice!
Nur noch ein Cosplay und es ist das Beste. Ich freue mich sehr drauf. Letztes Set von diesem Kalender, liebe Freunde. Ja, wir haben einfach komplett aufgerissen, Heu ausgelegt. Ich glaube, das nehme ich als September. Weil September mein Geburtstagsmonat ist und dann mache ich immer das Foto, was mir am besten gefällt im September. Und Sophia war extra im Sexshop für diese Peitsche. Können wir kurz einmal festhalten, dass Lionel sich extra ein Zirkusdirektor-Outfit angezogen hat, damit wir in der Mood sind für dieses Fotoshooting. Es ist ein Plattenspieler! Na dann, Musik ab. Klatschen wir jetzt oder das macht das nur der Pöbel? It's a rap! It's a rap! Warte! Hey! Ja. Abspringen, Sachen packen, nach Hause fahren. Nächste Woche Merch shooten. Beziehungsweise in 3, 2, 1. Herr Wein. Hallo. Coole Einleitung. Es ist 9 Tage später oder so, ich kann nicht rechnen. Letzte Woche, Mittwoch. Wir shooten heute das Merch und es gab ein paar Probleme. Eigentlich war ja geplant, dass wir mit so ganz vielen coolen Leuten aus der Community ein mega fettes Fotoshooting machen. Es war richtig fett aufgezogen und dann kam der Lockdown und plötzlich war das alles nicht mehr erlaubt. Beziehungsweise wir haben mit super, super, super komplizierten Regelungen zusammengehangen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das einfach alles komplett abzusagen. Egal. Holen wir nach und machen nochmal was Fettes, wenn sich die Situation beruhigt hat. Aber heute shooten wir das Merch und ich habe es gerade schon ausgepackt, weil es richtig schön ist. Es war richtig knapp. Wir haben gestern Nacht erst die Muster abgeholt aus der Stickerei, dass die jetzt fertig sind, dass wir die heute fotografieren können, dass morgen der Shop online geht. Das ist alles übel knapp. Aber easy peasy kriegen wir hier. Ich zeig euch mal, die Sachen kommen. Wir haben dieses Jahr ein paar kleine Pullis und wir haben wieder das Dacio-Logo. Eine kleine Ente mit einem Buttermesser, die dich erstechen wird. Und dann haben wir noch so einen kleinen Eistee-Pulli. Sieht man das? So eine kleine Ente, die so an diesem Eistee für sich sippt und da so juicy drunter steht. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Mützen. Einmal so eine Eistee-Mütze rosa und einmal so eine Eistee-Mütze in schwarz. Und noch ein paar mehr Sachen, ne? Hier ist noch der Ducky-Hoodie in Bordeaux-Rot. Ich finde diese Ente so niedlich, Alter. Das bin einfach ich in Among Us. Haben wir jetzt auch Jogginghosen? Das sind auch Männer-Jogginghosen. Meine letzten Jogginghosen, Frauen-Jogginghosen waren. Alle Männer waren so, ah nee, die sind ein bisschen kurz für meine Beine. No worries, liebe Männer. Wir haben jetzt auch große Jogginghosen für Männer. Dann haben wir noch den Ducky Hoodie auch in Navy-Blau. Und natürlich auch in Schwarz. Ja, und so einen geilen Sweater. Weil ich bin so Fan von diesem Sweater vom letzten Jahr gewesen. Und jetzt gibt's nochmal einen Sweater. Auch mit einer Ducky-Ente. Die Farbe ist voll nice. Dachte ich mir, Stefan, dass du Grau sehr schön findest. Ja. Wir haben den rosanen Pulli. Leider haben wir einen kleinen Fehler passiert. Eigentlich soll nämlich das Juicy-Logo hier drauf, aber hier ist hier das Ducky-Logo drauf. Müssen wir jetzt auf den Fotos ein bisschen umshoppen, aber eigentlich ist das mit dem Juicy-Logo. Aber ein rosa Pulli. Ich wollte immer rosa Pullis machen. Was gibt's noch? Ach ja, es gibt ja noch. Ich feiere es. Shop ist online, gönnt euch an anitheduck.com, wird geil. Also wir haben halt ein Männer-T-Shirt und eine Männer-Jogginghose. Ich glaube, die sehen echt scheiße aus, wenn ich die anziehe. Ich frage mich, ob wir einen Mann hätten, der das vielleicht auf übel spontan anziehen würde. Warum guckst du mich so an? Du weißt, ich finde, du hast nice Unterschenkel. Du willst nicht verewigt werden, Stefan. Sag ja, Stefan. Stefan, ich bin jetzt Kameramann und du bist jetzt Model. Wie fühlst du dich? Ich hab mein Leben schon vorher gehasst. Der erste Pulli. Wir haben jetzt dieses Jahr einen neuen, anderen Hoodie genommen, in einer geileren Qualität und der ist so übel weich. Geili, machen wir Fotos. Du bist schon am Posen, oder? Ja. Achso. Nee, ich stehe mal ganz natürlich so. Das ist meine natürliche Körperhaltung. Ich renne durch die Straße. Zweiter Hoodie, ich muss sagen, das ist bis jetzt meine Lieblingsfarbe. Diese Ente mit diesem Brotmesser, ich liebe das. Wow! Wow! Wow.
wohl die Nummer 2 mit dem neuen Logo. Und so sieht es aus. Das Juicy-Logo, da hat so ein Eis der Pfirsich in der Hand. Ich lieb's. Boom. Letztes Ding. Wir haben hier einmal das Frauen-T-Shirt, was ich übel feiere. Ich finde, das hat so einen nice Schnitt, ne? Und Jogginghose dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir eine Männer- und eine Frauen-Jogginghose und das ist die Frauen-Jogginghose. Eigentlich ganz cool. Sitzt ein bisschen lockerer als die alte. Aber ich muss dazu auch sagen, das ist Größe M und ich würde eigentlich eher S tragen, wenn nicht sogar XS. Aber ich finde eigentlich ganz cool, dass der so chillig sitzt. Ist this thing on? Ich bin jetzt Kameramann, denn Kameramann ist jetzt Model. Leine, ja. Hast du schon mal mit so richtig scheiß Models geshootet, die so richtig schlecht sind, relativ hässlich und absolut untalentiert? Ich würde niemals über Kunden so reden, aber... Dann ist ja, es aber dann ist spätestens jetzt dein erstes Mal. Let's go. Schiffer! Ey, ist die Linse dreckig oder bist du einfach nur unscharf? Das war aber ernst gemeint. Hä? Guck mal, das ist das Testfoto. Das ist das Testfoto und da sieht er schon... aus wie ein sympathischer junger Mann. Das sieht halt wirklich aus wie so ein... Das sieht einfach aus wie so dieses typische... Das ist so ein Stock-Image. Ja, genau. Weißer Hoodie und los. Weißer Hoodie und los. Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingspulli ist. Ich finde ihn sehr nice. Ich dachte, wir shooten ein paar Hoodies in normaler Größe, ein paar Hoodies in Oversize. Das ist jetzt L, by the way. Also für alle Leute, die sonst XS tragen, die anderen Pullis von XS. Das ist jetzt L und ich finde das einfach nice, wenn das so ein bisschen halt übel chillig sitzt, ne? Wir sind fertig, liebe Leute. Merch gibt's ab jetzt zu kaufen auf anitheduck.com. Ich hoffe, euch haben die Kalender gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Merch. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe natürlich, der eine oder andere holt sich was davon. Gibt's auf jeden Fall bis Ende des Jahres zu kaufen alles. Und danach nicht mehr. Also falls ihr was von den Sachen haben wollt, dann jetzt oder bis Ende des Jahres. Ansonsten nie wieder. Und ja, danke, dass ihr so süßig seid. Danke an Leine für die geilen Bilder. Ihr könnt unten auch seine Links abchecken, denn der macht auch richtig geilen Stuff. Danke an Stefan fürs Film. Ihr könnt auch unsere Links abchecken. Der macht echt mittelmäßigen Stuff. Marc hat auch noch mitgeholfen. Danke an sie. Aliana ist auch unten verlinkt. Alles unten verlinkt, die noch mitgemacht haben. Moin, moin, moin. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Wahrscheinlich zum neuen Video. Mal gucken. Merch ist jetzt online. Viel Spaß. Hui.